Hi, willkommen bei DGV. Ich bin Sir Doomsday, mit dabei der Venom. Jetzt bin ich zu hören. Mann, Mann. Okay, warst du nicht für den Stream hörbar oder was? Nein, ich wurde gerade angezeigt. Okay. So, jetzt ist endlich soweit. Ich und Venom beginnen unser Live-LP zu Gears 5. Ich freue mich sehr drauf. Ohne groß zu schnacken, legen wir los. Leider müssen wir es auf Twitch machen, weil die Xbox ja nicht so gerne YouTube hat und naja, was soll's. Man findet immer Mittelwege, ne? Helligkeitskalibrierung. Ah, ist okay. Sicherheitszone hätte ich gerne ein bisschen höher. Danke. Gut, ein Untertitel, Schrift. Warum muss man echt noch ein Tutorial spielen? Ah, wir kennen das Spiel ja nicht. Ich und Venom haben übrigens alle vier Teile durch für die Xbox. Und deswegen dachten wir uns, zeig mal natürlich auch Teil 5 weiter. Und das werden wir jetzt mal machen. Sofern das irgendwann mal geladen hat. Willkommen im Trainingslager. Bevor Sie die Kampagne spielen, im Versus-Modus gegen andere Spieler antreten, sich den Ansturm des Schwarms im Horde-Modus entgegenstellen oder ihn mit Fluchtmodus abhängen, sehen wir uns die Grundlagen und wichtigen Neuerungen in Gears 5 an. Viel Spaß. Lieutenant Delmon Walker meldet sich zum Dienst. Hey Barrett, wie lange wird's hier drin noch dunkel sein? Hä? Dunkel? Wo bist du? Wo du mich hingeschickt hast. Oh je, Missverständnis. Dave, enttarnen. Okay, kannst du wenigstens Dave sehen? Ja, den sehe ich. Ihre Sichtsteuerung ist konfiguriert. Ja, ich sehe Dave. Okay, ich arbeite dran, das Modul zu aktivieren. Beeil dich bitte. Ah, defekte Lichter. Iris, öffne die Türen. Natürlich, Damon. Was zur Hölle, Mann? Hey, irgendwie mussten wir in den Kasten ja Licht reinbringen, oder? Warte kurz, das haben wir gleich. Also machen wir zuerst das Tutorial, bis wir zusammenspielen können. Aus meinem gemütlichen Bett geholt. Müsste ja. Okay, ich will unsere Sicherheitsbots aufrüsten, damit sie für den Schwarm gewappnet sind. Die Sensoren deiner Schutzausrüstung zeichnen all deine Aktionen auf. Und du glaubst echt, dass deine Bots meine Moves abkupfern können? Ja, tue ich. Genau genommen. Tolle Landung, Barrett. Danke. Okay, wir müssen die Sensoren kalibrieren. Folge einfach Dave. Gut, jetzt bleib bei ihm. Und ich könnte jetzt gerade gemütlich brunchen. Dein Eis kriegst du, wenn wir hier fertig sind, Kleiner. Wo ist Dave? Da ist Dave. Setz ihn hin. Die Daten sehen gut aus, was? Dave, weiter. Na schön, Lieutenant. Dein Taktik-Com wird laufend aktualisiert. Sieh mal nach. Passiert. Na sowas. Ich kann Dave sehen. Wunderbar. Echt gut. Egal. Jetzt kommt das Ziffernfeld. Fantastisch. Iris, das nächste Modul. Dein Wahnsinns-Tutorial. Okay. Für den Kampf müssen die dies als erstes lernen, Deckung richtig zu nutzen. So wie du. Deckung bitte! Und nicht vorbeispringen, du Depp. Okay, okay. Und jetzt begib dich zur nächsten Deckung. Perfekt, das war's. Bleib bei der Wand und geh nach links. Als wärst du unter Beschuss. Das ist verwertbar. Jetzt wird's erst richtig interessant. Die Divis müssen lernen, dass Feinde sie auch in Deckung seitlich treffen können. Nutz die Deckung, um Daves Sicht zu blockieren. So lernen sie, wie sich ein Gear bewegt. Okay, das war's für mich. Dave, aktiviere deinen Ziellaser. Okay. Oh, kannst du mich nicht finden? Daneben!
habe. Politik spielen, ja. Weißt du was? Das macht irgendwie Spaß. Ja, das hätte man sich mal sparen können, ne? Über die Deckung. Geh bei Dave in Deckung. Eigentlich. Und jetzt spring drüber. Gut. Wie fühlst du dich, Kleiner? Ja, ich wärme mich auf. Iris, aktiviere den Sprintgraben. Natürlich, Damon. Nach vier Teilen braucht man ehrlich gesagt kein Tutorial mehr. Ein Bot hat keine Ahnung, wie es ist, in vollem Tempo zu rennen. Also zeigen wir es ihnen. Sei denn, sie haben jetzt wirklich komplette Neuerungen reingemacht. Iris, vielleicht haben sie es ja. 3, 2, 1, los. Nee, das ist viel schneller als ich. Gut, und jetzt wieder zurück zum Start. Ja. Iris, 3, 2, 1, los. Zu langsam, Dave! Okay, gute Arbeit. Das war brauchbar. Stell dir vor, die Kugel sind jetzt so unverwechselbar wie du. Schön für sie. Was jetzt? Iris, bereite das Schießtraining vor. Ach, nein. Hey, Schießtraining. Schussanlage wurde platziert. Wo denn? Da oben, im Steuerlang. Okay, schnapp dir den Lancer. Die vielseitigste und zuverlässigste Waffe der Corps. Etwas mit Kettensägen-Marionett muss man einfach vertrauen. Das ist beim Schwierigkeitsgrad Anfänger, springt die halbautomatische. Viel Erfassung auf. Okay, ich mal lesen, ja. Immer kurz sind sie dazwischen. Das ändern wir jetzt. Ich weiß, wie man eine Waffe abfeuert. Wie sehe ich aus, Baird? Sexy, oder? Und jetzt zerstör sie durch blindes Feuern, während du selbst hinter der schützenden Deckung bleibst. Ein Albusus. Wie kann ich es? Also das sind meine guten Namen. Gib sie ruhig ein. Aus irgendeinem verdammten Grund hatten die Divis Probleme, perfekt nachzuladen. Zeig ihnen, wie es geht. Richtig gerade. Wow, perfekt. Die Daten müssen doch was taugen. Nicht schlecht, aber jetzt wird's schwieriger. Kannst du auch ein bewegliches Ziel eliminieren? Freilich. Einheit auf mein Loge, wie kann ich helfen? Finished. Kinderspiel. Gut, dann machen wir jetzt mit dem Sprengstofftraining weiter. Schnapp dir ein paar Splittergranaten. Sollen die DBs wirklich mit Granaten um sich werfen? Schon mal den Schwarm gesehen? Okay, rüste sie aus. Iris, ich brauche ein paar Freiwillige, die Lieutenant Walker hochjagen kann. Ja, Schatz. Damon. Ja, Damon. Ah, das hast du nicht gehört. Baird, inwiefern hilft das beim Training der DBs? Das sind alte Wacheinheiten. Die hätte ich sowieso ausgeschlachtet. Okay, genau wie beim Schießen. Bleib in Deckung und wirf die Granate blind. Lieutenant Arnold Walker, Sie wurden als Feind unseres Staates klassifiziert. Oh, auf zwei. Boom, mit verbundenen Augen. Perfekt, jetzt mach die Augen auf und visier die anderen an. Ausholen, zielen, werfen. Nimm dir ruhig mehr, wenn sie dir ausgehen. Und der Erste! Oh. Das neue nehmen. Klasse! Das Modul wäre damit fast abgeschlossen. Bist du jetzt bereit für eine Schießübung? Ja, natürlich. Steht Marcus auf Tomaten? Ausdrücklich ja! Hol dir Munition und Granaten! Dann zurück in Deckung!
Diese Hirten-Dibis verwenden Schockgeschosse. Eliminier sie. Kein Problem. Ziel auf den Kopf, dann sind sie gleich platt. Schnell ist gut, ich verhungere. Wechsel mal zwischen Schusswaffe und Granaten. Geh nicht immer gleich vor. Aktiviere Verteidigungsprotokolle für Schockerschuss deaktiviert. Alle Ziele sind nicht nötig, gerade in Gewahrsam nehmen. Nachladen, verkackt. Ziel, wenn Gewahrsamnahme gerastet. Okay, ich gebe zu, das ist viel besser als Brunch. Ausgezeichnet! Die Daten sehen gut aus. Weiter! Einen Moment. Oh, weiter geht's. Klar. Fortsetzen. Wieso nicht? Spitze. Und jetzt noch eine kleine medizinische Übung. Iris, her mit dem Patienten. Er schließt sich uns jetzt an. Grüßen Sie den verbündeten Dibi. Was ist los mit ihm? Sieht doch ganz okay aus. Dave. Was für ein angenehmer Tag, Herr Soldat. Arsch, Soldat. Hilf ihm auf, Dell. Los, für die Wissenschaft. Keine Angst, ich hab dich. Ihre Unterstützung wird sehr geschätzt. Damit du es weißt, der nächste Teil wird etwas wehtun. Was soll das bitte heißen? Dave. Dibi, hilf ihm auf. Damon, das ist nicht Teil des Trainingsprotokolls. Hast du stattdessen Spaß mit Lieutenant Walker? Iris, ignorier sie, kleiner Sieben. Wackelkontakt oder so. Bürger, Sie brauchen offenbar Hilfe. Oh, du bist echt ein Arschbär. Hey, Kleiner, tu mir einen Gefallen und verschrotte diese Wacheinheit, ja? Nimm die Kettensäge deines Lancers. Echt jetzt? Das ist mal kaltherzig. Cool. Das R musst du diesmal drücken für die Kette. Ja, da war's, B. Danke. Und keine Sorge, ich kümmere mich ums Recycling. Geh zu Dave, wenn du fortfahren willst. Na schön. Brunch ist eh vorbei. So mag ich das. Iris, dann geht in dieses Tutorial. Trainingsmodul. Vorbereitung läuft, Damon. Bisschen länger anscheinend. Hol die Nasher Schrotflinte von dort. Das gefällt mir jetzt schon. Komm zu Papa. Eliminiere die Hirten. Brauch so viele Nahkampfdaten wie möglich. Sieh gut her, Baby. Einheitungsziel. Die Nasher ist nie geschaffen für den Kampf auf kurze Distanz. Also geh ruhig nah ran. Was sind denn hier die komischen Leute da? Klasse. Einheit. Boom. Alles. Hey, gefällt dir das? Mir nämlich schon. Was? Und alles. Fertig. Gute Arbeit. Hä? Ach übrigens, alle Tote. Modul 7 muss gereinigt werden. So. Und bist du bereit für das Nahkampfmodul? Kam gerade nicht so gut ein. Nahkampf. Wer bereit geboren wurde, muss sich nicht mehr bereit machen. Jetzt war noch nichts Neues groß dabei. Klar, Folge. Einfach Dave. Dave, ja. Willkommen zum Nahkampfmodul. Als erstes erledige den deaktivierten DB mit einem Kampfmesser. Das scheint mir etwas unfair, aber okay. Einheit funktionstüchtig, ich bin hier und. Erst am Boden sammeln wir Hinrichtungsdaten. Ach Gott. Mit Stil erledigt! Das ist neu. Überzogen, aber beeindruckend. Gut, weiter im Programm. Einige Deckungsmanöver. Tun wir's. Okay, geh neben dem Hirten in Deckung. Und jetzt zieh einfach. Und das Messer rein. Okay. So, neu. Tut mir fast schon leid. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Lauf drauf zu, spring drüber und schlag zu. Und jetzt das Messer. Und ich erkenne einen Muck. Okay, bring den jetzt den Konterbein. Geh in Deckung. Ergreif dich an! Kontern! Komm her, du! Sehr gut, jetzt den Knappschuss! Barrett, das grenzt ja an Robotermord, Mann. Ach, wirklich? Robotermord. Wie ist dann mit den Soldaten aus einem fairen Kampf? Komm schon, Barrett. Wir reden hier von mir. Du hast nicht genug Roboter für einen fairen Kampf. Ach ja, mal sehen. Schnapp dir dein Zeug, dann legen wir los. Wo gibt's einen fairen Kampf? Ja. Starte Kampfsimulation 12. Damon. Kampfsimulation 12 sollte für einen erfahrenen Gear wie Lieutenant Walker kein Problem darstellen. Iris, man muss dich einfach lieben. Okay, Simulation 13. Größere Herausforderung, bessere Ergebnisse. Im schlimmsten Fall landet Delta ein paar Wochen im Krankenhaus. Halt, kranken, was? Wirst schon sehen, geh einfach zu Dave, dann legen wir los. Ich hab gleich mal die Sniper genommen. Sag deinen Teamkameraden Hallo, Kleiner. Hi, Kameraden. Guten Tag, Lieutenant. Iris, lass die Feinde los. Die Angreifer werden sich nicht zurückhalten. Also beschafft mir Daten, die mich weiterbringen. Na los, Freunde! Team Dell geht steil! Das ist mein Team, lol. Schieß das mal auf mein Team. Aber gut. Gucken wir erstmal um den hier hinten. Ziele angegriffen. Einheit beschädigt. Reparatur erforderlich. Oh, das Nachladen dauert ja ewig. Wenn du nicht drückst, so. Feindkontakt entdeckt. Ich muss euch wohl noch so einiges beibringen. Gute Arbeit. Sobald die DBs aufgerüstet sind, erwartet den Schwarm eine böse Überraschung. Hoffentlich hast du, was du brauchst. Ich gebe was essen. Warte zum Spiel. Ich werde die Daten in Kürze analysieren. Iris, was würde ich nur ohne dich tun? Da schaudert es mir, Damon. Ich glaube, die Story ist jetzt beendet. Trainingslager abgeschlossen. Okay. Zurück zum Hauptmenü. So, können wir jetzt mal die Story beginnen, würde ich sagen. Lass mal überlegen, was eigentlich bei Teil 4 am Ende war. Keine Ahnung. Ist das auch nicht so, ist ja auch schon 4 Jahre her oder so, wann Teil 4 rauskam. Wir wollen Kampagne. Starten Sie eine neue, suchen Sie ein persönliches Spiel, an dem Sie teilnehmen können, oder erstellen Sie selber eins. Ich würde gerne eins hosten. Neuer Speicherstand. Jetzt würde ich gerne jemanden einladen. Sozial. Einladen. Du bist auch schon fertig, oder? Ja. Einladung ist raus. Spiel auf Mittel, denke ich mal, oder? Ja. Bist bereit? Warte mal kurz.
denn da noch so alles? Das Tor anpassen. Das ist, glaube ich, für den Multiplayer dann. Yes. Ach ja, wir haben ja hier Sarah Connor. Und bei den Bösen gibt es den T-800. Voll geil. Aber Multiplayer interessiert ja jetzt erstmal nicht. Neuigkeiten. Ah ja. Bist du bereit? Dann beginnen wir mit der Geschichte von Gears 5 jetzt. Beziehungsweise in 9 Sekunden. Akt 1, Plünderschuss. Achso, ich muss da mal gucken, ob jetzt nicht irgendjemand noch joinen kann oder so. Dass nur wir beide sind. Alle Zeit ist ganz schön lang. Na? War das heute noch was? Hält das bei dir auch noch? Spiel. Ja. Weiß ich doch nicht, was da draußen los ist. Boah, ist das laut. Hallo. Abgestürzt oder warum geht das in die Wahl?
Keine Ahnung. Merkwürdig. Da ist abgestürzt oder so. Warte noch mal kurz, dass ich weitergehe, müssen wir das Spiel noch mal neu starten. Na, bei mir stand gerade sie wurden aus dem Spiel entfernt oder irgendwie so, es konnte keine Verbindung hergestellt werden. Das ist auch schlecht. Ich bin immer noch beide Bildschirme. Na, ich bin jetzt im Hauptmenü. Okay, mich lässt es immer noch im Ladebildschirm. Ach ja. Dann lass mich doch wenigstens auch zurück ins Hauptmenü. Hopp, hopp. Kannst du mir mal eine Einladung schicken? Vielleicht komme ich so raus. Neu oder benutzt ihr den Red? Die Kampagne. Und da bin ich ja wieder. Versuchen wir es noch einmal. Xbox Games. Hey, vielleicht haben sie ja noch Serverprobleme. Wo eigentlich noch nicht so viele spielen dürfen. Hauptsache das Tutorial ist beendet, ey. Bis auf die zwei neuen Sachen hat sich eigentlich nicht viel geändert. Ladezeiten müssen es auf jeden Fall noch arbeiten, ey. Gut, versuchen wir es.
jetzt zum zweiten Mal. Kampagne. Benutzer definiert. Viel hosten. Einladen. Oder soll ich dir beitreten? Nee, passt schon. Was ist witzig, finde ich, man kann auch den Roboter spielen. Also ich spiele auf jeden Fall JD erstmal. Erinnert mich so ein bisschen an Scrubs. Das ist doch scheißegal. Dann versuchen wir es noch einmal. Ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Spiel starten in 9 Sekunden. Jetzt sind es nur 2 Sekunden. Okay. Es sind aber lange 2 Sekunden. Ich bin schon im Ladebildschirm. Ich bin hier noch bei der Charakter. Dings. Ja, wenn es jetzt nicht geht, dann mach du mal Host. Ich bin noch nicht mal im Ladebildschirm. Ich bin ja gerade auch in den Twitter reingekommen. Was? Frech. Da kicken. Jetzt bin ich im Ladebildschirm. Ach ja, Technik, die begeistert. Oh, jetzt geht's los. Was bisher geschah? Oh, was bisher geschah. Aufpassen. Früher haben wir Chorsiedlungen beschützt. Jetzt überfallen wir eine. Non-Cons begehen halt Überfälle. Lieutenant, Sie waren fleißig. Unser Dorf hat seit Wochen keinen Strom. Wir brauchen diesen Fabrikator. Der verfluchte Fabrikator interessiert mich nicht. Sie entführen meine Leute. Was ist passiert? Die kurze Version. Chor ist auf dem Weg. Wir haben versprochen, dass ihr den Fabrikator steht, ohne Jin zu provozieren. Das hat nichts mit dem Fabrikator zu tun. Was habt ihr getan? Jin beschuldigt uns, wir würden ihre Leute entführen. Was auch immer das bedeutet. Bringt den Fabrikator zum Kraftwerk und installiert den Wechselrichter. Du weißt, dass Jin zurückkommt, oder? Wir müssen hier weg, sofort. Mom! Kate, hör zu. Versteck dich und dann verschwinde. Ihr wisst genauso gut wie ich, dass er uns helfen kann. Unser Dorf wurde angegriffen. Und meine Mutter wurde entführt. Entführt? Dad, du solltest dir das hier ansehen. Scheiße. Leute! Ich dachte, ihr lauft nicht vor der Chor davon. Ja, das entsprach nicht so ganz der Wahrheit. Wir müssen durch diese Festung zur verlassenen Osmium-Mine auf der anderen Seite. Weil die Korda nach dem Krieg ein paar tausend Locust-Leichen verschüttet hat. Wenn euer Schwarm mit den Maden zu tun hat, finden wir es dort heraus. Wir führen Menschen und benutzen sie. Und wenn wir nicht zurückkommen, dann sind wir wohl auf uns allein gestellt. Das muss der Ort sein, wo diese Biester herkommen. Und wohin diese Häscher gehen? Mein Vater lebt. Und er ist da unten. Weg!
an ihrem Netzwerk. Dieser ganze verdammte Schwarm. Hier ist alles verbunden. Die Locusts sind nicht tot, Jane. Kate, deine Mutter, sie lebt. Wo ist sie? Sie wird nicht wie die anderen behandelt. Keine Kapsel. Wenn ihr mich befreit, sterbe ich. Schon okay. Sie wollte, dass du sie bekommst. Die gehörte meiner Großmutter. Hab sie nie kennengelernt. Jetzt weiß ich auch wieder, was in Teil 4 passiert ist. Das ist schön, dass sie nochmal eine Rückblende gemacht haben. Kate ist nicht bereit für das. Sie kann ja kaum die Augen aufhalten. Mach dir keine Sorgen. Sie schafft das. Okay. Wir sind fast bei Baird's Koordinaten. Willkommen in Azura. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Gestern Nacht. Bestimmt 8 oder 9 Minuten, ja. Albträume? Wird es je besser? Es wird erträglich. Alles klar, legen wir mal los. Kommt schon, wir müssen uns einhaken. Und wer springt zuerst? Definitiv nicht du! Dell, mir geht's gut, okay? Ja, ist schon klar. Oh, scheiße. Danke, Dell. Sam, wir steigen aus. Verstanden. Wir warten hier oben auf euch. Wir sehen uns. Hey, Dave, kommst du?
Alles klar, Zentrale. Wir gehen rein. Zentrale? Echt jetzt? Ich habe einen Namen. Zentrale. Regeln sind Regeln, Barrett. Ich meine, Zentrale. Und wir brechen schon jetzt genug von Ihnen. Was Jim nicht weiß, macht sie nicht heiß. Das ist meine Entscheidung, okay? Wenn es der Ministerpräsidentin nicht passt, kann sie mich ja anschreien. Vermutlich wird sie das nicht so tun. Sag uns einfach, wohin, Zentrale. Ich werde mein Bestes geben. Aber denk dran, da war seit 20 Jahren niemand mehr drin. Ja, ganz offensichtlich. Ihr sollt kein Haus kaufen, sondern einen alten Prototyp des Hammers der Morgenröte starten. Und laut deinen Informationen ist eins der Silos noch intakt, oder? Ja, soweit sie das beurteilen können. Bring Dave in einen Kontrollraum. Er regelt die Startsequenz. Ja. Wollen wir kurz auf Optionen gucken? Ob man. Hast du dich jetzt auch angehalten oder was? Sozial. Im Moment sind wir auf jeden Fall nur wir beide. Dann. Ich kann auch, glaube ich, gar nichts. Warte mal. Kann ich hier. Zutritt mit X. Wir sind nur Freunde. Alle Spieler, die den Truppenmitgliedern folgen dürfen, beitreten. Na dann. Da wird sich sein Name gar nicht dastehen. Dann ist sonst nochmal da. Dave, Licht. Denk daran, auf dieser Insel gibt es eine große Locust-Grabstätte. Wenn sie schlüpfen, wird uns der Schwarm überrennen. Das ist meine Art, zurück nach Azura zu kommen. Scheiße! Pass auf! Oh, was zum Teufel? Verdammte Scheiße! Wie durchsucht man einen Ort, der einstürzt? Schnell! Praktisch ist kein Weg. Na los, über die Kante. Barretts Plan, von hier einen Satelliten zu starten, das ist bescheuert. Bescheuerte Pläne sind irgendwie Barretts Spezialität. Woher wusste Barrett überhaupt, dass es hier einen Satelliten gibt? Von meinem Dad. Vor seinem Tod hat er Barrett in ein Parcours-Geheimnis eingeweiht. Davon gibt's auf dieser Insel eine Menge. Das sieht nützlich aus. Dave, kannst du das schnappen? Hey, bring! Wahrscheinlich die Munition hier drüben und so. Unsere Sklave hier, oder was? Dave, bring! Dave, oder? Dave, Impuls! Scheint nicht mehr. Ach, mit Leichen hätte ich nicht gerechnet. Nur eine Handvoll hat es lebend aus Azura geschafft. So, nimmst du dann keinen Impuls aus, oder? Dave, Impuls! Na, wenn der LP drückst, siehst du den Namen. Ja. Markus, Dave, Freund, okay. Was? Sammlerstück gefunden. Ah ja. Okay, los geht's. Man kann aber froh sein, dass kein Strom mehr durchläuft. Bleibt stehen! Da kommen noch mehr! Das Grabe ist auf jeden Fall sehr hübsch. Sieh an. Dave, sende einen Impuls und dann sehen wir mal, was wir hier haben. Na, da sind sie. Wie willst du das machen? Ich kümmere mich darum.
Das ist auf jeden Fall auch neu, dass man jetzt schleichend vorgehen kann. Okay, schalten wir sie auf! Ich in Deckung! Anhöhe links! Flankiert sie! Es sind mehr Drohnen! Safe, Impuls! Einer tot! Nur noch einer übrig! Alles klar, das waren alle! Bert, es ist bestätigt. Die Azura-Grabstätte ist aktiv. Scheiße. Brauchst du Munition? Komm nur in der Luft. Sagt Bescheid, wenn ihr Verstärkung braucht. Ja, die wir haben es vorerst im Griff, Delta Ende. Kommt schon, wir müssen uns der Silos finden, wenn der Schwarm sich schon alle zerstört hat. Hey, ich denke, wir können hier runter. Munition hast du? Zwei noch, tschüss. Ja, die Munition. Hier oben lag ja auch schon Munition, aber ich konnte nicht aufheben. Hier drauf, komm mal her. Was? Mist, tut mir leid. Hey, diese Kopfschmerzen sind... Mir geht's gut, okay? Finden wir das Silo. Fürs Protokoll. Du siehst nicht gut aus. Gut. Hey, Impuls! Zu viele aktive Schwärme. Hier sind überall Grabstätten geschlüpft. Ein Grund mehr, den Hammer online zu bringen. Hoffentlich sieht Jim das aus. Hier sind schon Deckungen, da weiß ich nicht, wer kommt. Er hat ein bisschen ausgehalten, der Junge. Werfe Granate! Da kam etwas mir entgegen. Sie kommen aus dem Nest! Aus den Granaten rein! Nest zerstört! Nimm das! Tate, hol! Okay, alle erledigt. Hast du jetzt Waffe holen lassen? Leute, wir sind in einem Silo. Natürlich, wir haben eines der Silos gefunden. Es ist zerstört. Tja, da sind noch zwei. Eines funktioniert noch. Ich hoffe, du hast recht. Wir haben den Krieg schon einmal auf dieser Insel beendet. Mit dem Hammer-Satelliten schaffen wir das nochmal. Das ist der Plan, Kumpel. Oder zentrale nicht. Ende. Ja, mach den Merkur. Ist isoliert. Naja. Hier gibt's keine Raketen, sondern nur Felsen. Und hier kommen wir nicht weiter. Nein, aber wir können uns aufteilen. Ihr geht nach rechts, Markus und ich nach links. Gute Idee, aber seid vorsichtig. Bist du dir sicher? Zwei Silos, zwei Wege. Hast du eine bessere Idee? Das ist ja auch noch spannend gewesen. Ist auch frei. JD, eine Luke. Kletter runter. Die Stimme von JD guckt mir auch gekannt. Das ist, glaube ich, die von Jack Shepard von Lost. Nur ein Weg, das rauszufinden. Naja, das ist die von Jack Shepard.
Wiederbeleben. Was denn jetzt? Da hat mich aber schon einer gefinisht. Okay, Alter, das war jetzt hart. Durchrennen ist keine gute Idee. Ne, sie haben doch gesagt durchrennen, oder? Weiß nicht. Das war hart. Kommen da gleich so viele, ey. Auch gerade sehr blutig. Und sagen. Lauf! Mach dich frei! Ja. In der LB, du siehst, wo du hin musst. Go! Nicht durchlaufen. Spät. Hammerhart. Na gut, dann müssen wir halt doch kämpfen. Weil da, wo du hin sollst, da kannst du irgendwie nichts machen, um weiterzukommen. Also, viele, ey. Ich hätte eine Granate benutzen können. Geh mal langsam vor. Das ist gut. Ja. Lauf! Mach dich halt! Alles nicht schnell. Wo sind Sie hin? Kommt noch mehr? Weiter vorrücken! Hey, what? Nicht nervt.
Alles klar, das waren alle. Jetzt sollten wir rausfinden, wie wir herbeikommen. Nur ein Schuss mit der Streu am Spatz. Durchs Schleusentor geht's raus. Jetzt darfst du erst. Kannst du es öffnen? Mann, wisst ihr was? Wenn die das hier in einen Schwarmstock verwandeln wollen, dann lasst sie doch. Eine Insel, hunderte Meilen von der Küste entfernt. Aha. Stellen wir sicher, dass das erst passiert, nachdem wir weg sind. Seht ihr, Dave versteht's. Okay, auf zum Silo. Und runter geht's! Was haben wir hier unten? Will Munition nehmen? Ja, okay. Na ja. Komm schon. Hey, hey, hey. Hab ich die Munition jetzt genommen oder nicht? Wir sind hier unten nicht allein. Spätestens da gibt's genug. James, wir sind über dir. Hab's genommen. Ich sehe dich. Wir leisten von hier oben Unterstützung, wenn's brenzlig wird. Sag uns, auf wen wir zielen sollen. Das Gegner markieren. Halten Sie LT gedrückt und drücken Sie L. Kannst du auch da drauf schießen? Ich habe mein Ziel. Alter, wie die Köpfe blitzt. Nett. Oben sind noch welche. Ihr zwei geht vor. Verstanden. Da vorne, Drohnen! Impuls! Oh Scheiße, ein Träger! Ausschalten, ausschalten! Zentrale, jetzt könnten wir Verstärkung gebrauchen. Euer Konvoi passt in Reichweite, Delta. Okay, Verstärkung unterwegs. Ich hab Beschützer oder DR-1er. Was darf sein? Schick uns Beschützer! Geht klar!
für Ihre Unterstützung. Hey Zentrale, nein. Der Träger ist erledigt. Danke für die Hilfe. Divis, einer sichert das Gebiet, einer kommt mit. Los jetzt! Verstanden. Warum sind nicht einfach an dabei gewesen, die Dinger hier? Wäre zu einfach gewesen. Versperrt. Eben. Kann ich von hier aus nicht öffnen? Okay, seht euch um. Sucht nach einem Weg hindurch. Seltsame Taten. Streng geheimes Zeug. Soweit ich weiß, öffnet er eine Tür. Er macht noch viel mehr als das. Naja, zumindest ist die Tür offen. Danke, Dave. Also, die Daten, die Dave runtergeladen hat. Da ist ein Riesenloch in der höchsten Sicherheitsstufe. Was hat das mit der Mission zu tun? Nichts. Aber jetzt muss ich es wissen. Was auch immer fehlt, wurde aus dem Netzwerk genommen. Wer ist denn dazu autorisiert? Damals nur der Kommandant der Einrichtung. Sucht sein Büro und seht euch um. Okay. Roger. Ob es noch irgendwas gibt? Umgebung wird gescannt. Alte minderwertige Core-Technologie gefunden. Ach komm schon. Das ist fies. Drüben müssen wir. Ist noch oben. Nee, was ist das? Dave, Impuls! Scheiße, Cyan! DB, Feind ausschalten! Bestätigt, Lieutenant! Zerstörung steht bevor! Verdammt, JD, wir haben unsere Verstärkung verloren! Scheiße! Suchen wir das Büro. Wie sieht das Büro eines Kommandanten so einer Anlage aus? Keine Ahnung. Eine große Tür, Namensschild, vielleicht steht Kommandant. JD, hier geht's zum Büro des Kommandanten, aber die Tür ist verschlossen. Hätt's gedacht. Nicht das Büro des Kommandanten. Sehr gut, Dave. Das Büro des Kommandanten. Sehen wir uns um. Da liegt was. Ein Safe ist ein guter Ort für Geheimnisse. Dave, mach ihn auf. Am Morgen wird. Mit diese Ketten platt werfen. Hey Zentrale, gute Neuigkeiten. Wir haben die Festplatte. Danke, Delta. Hey, wisst ihr, was toll wäre? Etwas Unterstützung. Was? Wo bist du? Das Silo. Wir haben es gefunden. Und sie überrennen uns. Oh, Scheiße, wir sind auf dem Weg.
Boomshot. War, glaube ich, daneben. Oh Scheiße, das war kein Witz. Dann lassen wir euch mal 5 Minuten allein. Ja, echt schon tot machen. Hilft uns einfach, sie loszuwerden. Ziemlich tot. Hat gesetzt. Raus! Ach so. Dropshot heißt die Waffe. Ach, die schießt da rum und dann nach unten, oder was? Naja, musst du gedrückt halten. Jetzt hast du meine Lanze auf. Okay. Hier liegt noch was. Hier muss ich draufstehen. Meine! Alles klar, der Kontrollraum ist sicher. Schön, dass ihr auch mal vorbeikommt. Ach, kein Problem. Ist die Rakete intakt? Das ist er, ob du es glaubst oder nicht. Gut. Findet einfach einen Port, in den sich Dave einklinken kann. Wenn er passt, leitet er den Start ein. Hier liegt noch Lancer-Munition, wo ich draufstehe. Ja. Ich hab jetzt 420 Schuss. Es gehört ganz dir. Zentrale, ihr seid drin. Beginnt mit der Startsequenz. Erste Stufe unter Druck. Start eingeleitet. Taylor. Delta, Taylor. Wir haben ein Problem. Die Luke des Silos. Sie klemmt. Ach, natürlich. Schien mir auch alles zu einfach. Bert, Optionen. Raus da! Die Schutztüren halten keiner explodierenden Rakete stand. Alles klar, dann raus. Los! Das ist ganz schön eingebunden, nein. Ey. Wir öffnen diese Luke. Was? Kleiner, hör auf deinen alten Herrn. Ihr müsst da raus. Wir sind hier, um das durchzuziehen. Also ziehen wir es durch. Zum Test angeleitet. Dave, komm mit! Zündung Triebwerk 1. Gott verdammt, Dave! Mann, ich muss endlich aufhören, dir nachzulaufen. Viel Glück damit. Öffnen wir diese Luke. Mal, geh mit jemand daher. Und was jetzt? Keine Ahnung. Kann ich ja. Oben ein Überbrückungsschalter geben. Finden wir uns nach oben. Funktion nicht verfügbar. Verbinden zu den Diensten nicht möglich. Worden getrennt, ja, stand gerade bei mir da. Sozial. Schalte schon mal ein. Geht gerade nicht. Ich warte mal kurz, bis du im Menü bist. Gibt 26 Sammlerstücke, bestimmt nur in dem Level. Und Komponenten 16. Ja, wir haben schon einiges vor. Dann kann man Netzwerktest.
War nur. Gibt's eigentlich noch alles so eine Option? Killcam. Automatisches Nachladen gibt's da gar nicht. Achso, ja, das ist, wenn's. Grafik. Achso. Audio, Blut. Schimpfwortfilter. Spiel bis zum Bescheid. Ist ja wahrscheinlich noch nicht so ganz flüssig zu laufen, ne? Hab ich so das Gefühl. Die nur beidrehen. Sieht's aus bei dir? Okay, dann müssen wir mal kurz auf Venom warten. Mach gerade einen Servertest. Derzeit können wir ja nochmal die Sammlerstücke lesen. Wieder online und in der Party. Hallo? Jetzt bist du etwas leiser geworden. Jetzt geht's besser. Ausfällig ich am Dings dran. Alles klar, es gibt 4 Akte. Akt 4 hat nur ein Kapitel, ansonsten haben die anderen Akte alle 3 Kapitel. Nee, Kapitel 2 hat 5. Okay. Warum nicht? Na, dann versuchen wir es nochmal nicht mal hin. Steht nur da, ich spiel beidrehen. Kannst du mir irgendwie joinen? Aktualisierung des Social Managers fehlgeschlagen. Versuchen Sie es in wenigen Minuten wieder. Ich kann nur einladen oder. Wir sind noch nicht verbündet, wir haben noch nicht genug zusammen Gears of War gespielt. What? Wir brauchen, 250, wir brauchen 250 Ehre, um dass ich dir beitreten kann. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ich gehe mal ins Hauptmenü zurück. Mhm. Ach, Technik, die begeistert hier echt. Ich weiß schon, warum PlayStation ich lieber mag. Auch wenn es da nicht immer flüssig läuft, dann läuft es auf jeden Fall besser. Habe ich zumindest so das Gefühl. So. Jetzt Kampagne fortsetzen. Lobby wird erstellt. Jetzt aber einladen. Einladung. Noch nicht verbündet. Ehre. 0 von 250. Hm. Kampagnenkapitel abgeschlossen. Fluchtkapitel abgeschlossen. Gewonnen.
Da ist er. Gucken wir, ob wir jetzt zusammenbleiben. Ich bin mal gespannt, wo es gespeichert ist. Wenn wir nicht wieder am Ladebildschirm hängen bleiben. Mein Ton ist weg. Tut sich was? Und was jetzt? Ja. Keine Ahnung, ich muss oben einen Überbrückungsschalter geben. Kämpfen wir uns nach oben. Und dann. Hey, lass uns mal kommen. Scheiße, beiden wir uns. Ach, kein Scheiß. Nee. Und das kommt gesehen. Echt unfassbar. Sam, du kannst uns abholen.
Leute. Hier ist 5. Oh, eine Sache. Jin hat ihn von unserem Ausflug nach Hammerland bekommen und ist, wie ich vorher gesagt habe, nicht gerade glücklich. Sie ist jetzt fertig damit, mich anzubrüllen und euch anbrüllen. Euch alle. Verstanden, Zentrale. Kommt schon, bringen wir es hinter uns. James, soll ich zuerst mit Jin sprechen? Vor der Besprechung die Wogen glätten? Hey, wird Sergeant Phoenix jetzt etwa diplomatisch? Du kannst es nennen, wie du willst, aber es herrscht Krieg, auch wenn es sich noch nicht so anfühlt. Wir brauchen eine gemeinsame Front. Ja, wenn du meinst, dass es hilft, klar. Ich wünschte, du wärst im Silo auch so vernünftig gewesen. Hey, es hat geklappt, oder? Hör mal, James, kleiner Ratschlag. Du musst dich niemandem beweisen. Mach deinen Job. Dad, ich bin ein notwendiges Risiko. Notwendig heißt, dass es keine andere Wahl gibt. Die gab es aber schon. Und das weißt du. Was war das denn? Was denkst du? Dieselbe alte Leier. Hey! Er sorgt sich halt einfach um dich. Ja, damit kennst du dich wohl entschieden besser aus als ich. Okay, ja, wir gehen schon mal rein. Los, Dave. Das war gerade echt mies. Ja. Tut mir leid. Die Sache ist die. Ihr zwei seid euch ähnlicher, als ihr je zugeben würdet. Du hast die Daten vor dir, Damon. Was? Das war's? Ich dachte, der neue Satellit würde sich automatisch mit den alten verbinden. Er findet sie nicht. Ohne regelmäßige Planung durch die Zentrale nimmt die Genauigkeit stetig ab. Vielen Dank, Iris. Deine Intonation stimmt nicht mit der wörtlichen Bedeutung überein. Du dankst mir also nicht wirklich. Sei bitte ruhig. Tja, ich kann die anderen Satelliten für den Hammer immer noch nicht finden. Aber immerhin habe ich aus Versehen eine KI erschaffen, die Sarkasmus versteht. Hier, die Festplatte, die du haben wolltest. Vielleicht hilft sie dir. Um Satelliten zu finden? Wohl kaum. Aber ich sehe mal nach. Sekunde mal. War das dann alles umsonst? Oh, er wird schon feuern. Aber mit nur einem funktionierenden Satelliten ist der Strahl schwer zu kontrollieren. Was ist mit Dave los? Dave hat ein paar Probleme. Welche Art Probleme? Die Art. Das werde ich bestimmt noch bereuen. Okay. Leute, sagt Hallo zum neuen Jack. Wann hast du die Zeit gehabt, das zu bauen? Wann ich Zeit hatte, das zu bauen? Das ist eben mein Ding. Ich sitze hier und baue Sachen, die ihr nicht wertschätzt und unweigerlich zerstört. Okay, was gibt's Neues von ihm? Völlig neue Verhaltensweisen. Verbesserter Scanner, erweiterte Kampf- und Unterstützungsmodule. Er ist wirklich einzigartig. Mhm. Und? Und ihr gehört euch. Ja. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss noch 1 Milliarde uralte Satelliten finden. Damon, es fehlen nur 15 Satelliten. Danke, Iris. Noch mehr Sarkasmus für deine wachsende Bibliothek. Bevor wir loslegen, Damon, das Kampfmodul, das du so genial entworfen hast, ist jetzt bereit. Und genial war dabei sarkastisch gemeint. Kam das an? Mir nach. Ihr solltet das neue Modul gleich ausrüsten. Es macht Jack gefechtsfähig. Oh, das wird ein Spaß. Dave bleibt jetzt einfach hier liegen. Es startet Jack mit etwas aus, das ich Blitz nenne. Er blendet und betäubt den Feind. Traumbericht des Phoenix.
Lancer MK3. Was ist da alles jetzt? Jack, Impuls! Bist du noch da? Ja. No. Glaube ich aber alles. Okay. Neue Fähigkeit gefunden: Blitz. Jack erzeugt einen Blitz, der nahe Gegner betäubt. Okay. Eine Fähigkeit ausrüsten. Jack kann jeweils eine Angriffs- und eine Unterstützungsfähigkeit ausrüsten. Eine Fähigkeit ausrüsten. Öffnen Sie mit das Menü von Jack. Markieren Sie die gewünschte Fähigkeit und drücken Sie A. Angriff. Blitz. Alles klar. Ist installiert. Also, wie nutzen wir es? Ich zeig's euch. Kommt mit. Testen Sie die neue Blitzfunktion von Jack. Okay. Ja, in der Tutorial. Schnapp dir eine Waffe und geh in Deckung. Dann starten wir den Test. Die kann ich gut gebrauchen. Iris, aktiviere Alpha 331. Natürlich, Damon. Also, sagen wir mal, ein Ziel hat es sich in seiner Deckung zu bequem gemacht. Jacks Blitzfähigkeit löst das. Ziel auf den DB und aktiviere sie. Und dann staunen. Testsequenz abgeschlossen. Das könnte nützlich sein. Okay, jetzt nochmal mit mehreren Zielen. Iris, aktiviere Alpha 332. Feindkontakt, Damon. Jack muss zwischen den Blitzen Energie umleiten, sobald er wieder aufgeladen ist. Greif an! Zimmer mal. Unrechtmäßige Bürgerinfektion. Jack, Blitz! Greifer an! Gut gemacht. Du kannst das wiederholen, wenn du magst. Nö. Testsequenz abgeschlossen. Nichts gegen dich, JD, aber Jack ist mein neuer bester Freund. Das freut mich für euch beide. Aber jetzt stellt eure Waffen wieder in den Schrank und verschwindet. War echt nicht nett. Hallo. Willst du uns loswerden? Oh, es ist euch aufgefallen. Mit den richtigen Komponenten könnt ihr Jacks Fähigkeiten verbessern. Besucht die Waffenkammer, bevor ihr zu Jin geht. Vielleicht könnt ihr euch eine borgen. Oh, wir werden es definitiv durchziehen. Gut, dann kann ich jetzt ja zurück an die Arbeit. Was Damon damit sagen will, ist, dass er sich um wichtigere Dinge kümmern muss. Danke, Iris. Direktheit ist Iris eine von Iris. Löblich. Okay, Barrett, ich melde mich. Kommt schon, Leute. Wir gehen. Kein Problem, macht euer Ding. Komm schon. Hey, Fass. Wie läuft's denn so auf Jins Reservebank? Spitze. Hat ja nicht jederzeit für... Geheimmission. Ja? Woher weißt du davon? Das hier ist eine Armee. Und kein Kloster, mein Freund. Ja, okay. Ich merk schon, du hast hier wichtigere Aufgaben wie Maschinen zu boxen. Sparring beenden! Jetzt warte mal, du Arschgeige. Arschgeige? Dell, Theorien? Ich weiß nicht. Sowas wie eine Geige mit einem Arsch drauf? Oder eine Geige, die ziemlich scheiße klingt. Alles klar, fick dich. Machen wir das Ganze hier interessanter. Du und ich, Sparring, und zwar jetzt sofort. Was soll daran interessant sein, dich zu vermöbeln? Ja oder nein? Bist du dabei? Ich glaube, bei dem, was hier eigentlich verglichen wird, wäre ich irgendwie im Nachteil. Oder auch nicht. Ich lach mich tot. Bist du dabei oder nicht? Sicher bin ich dabei. Komm schon, Mann, holen wir uns das Jack-Modul und verschwinden. Nein, das wird spaßig. Und wie spaßig fandest du das? Versuch's nochmal, Fass. Komm schon. Die Sache ist die, Fass. Ein Bot hat zum Sparen. Besieg dich aber nie. So wurden sie programmiert. Das erklärt aber... Dein aufgeblasenes Ego. Ist recht offensichtlich. Willst du einen Rat, Phoenix? Ich verzichte.
Jin liebt ihre Musterschüler. Aber das hält nie lange an. Siehst du, hat Spaß gemacht. Fick dich! Da der Spaß mit Farce endlich vorbei ist, können wir jetzt bitte das Modul suchen? Das ist man gar nicht gewöhnt bei Gears of War. So, ja, ich sag jetzt mal ruhige Momente. Bei denen kann man untersuchen, oder was? Muss schon sagen, diese billige Nummer? Echt sauber, Kumpel, echt sauber. Oh, ein Sammlerstück. Okay. Und es ist noch nicht mal Mittag. Da ist die Komponente, die wir uns borgen. Oder stehlen. Na, eher borgen. Quatsch, für borgen. Unbestimmte Zeit. Richtig. Okay, mal sehen, was es kann. Upgrades für Jack. Sie haben eine Komponente gefunden. Jack kann mit Upgrades für Fähigkeiten und passive Fähigkeiten aufgerüstet werden, die sie mit Komponenten herstellen. Um Jack ein Upgrade zu verpassen, markieren sie eine Fähigkeit. Ja, alles klar. Upgrades für Jack. Wählen Sie gewünschte Upgrade und halten Sie A gedrückt, um es herzustellen. Achten Sie darauf, dass Sie genügend Komponente haben. Was können wir denn hier? So. Ich kann ja nur Gesundheit machen. Wir haben nur eine Komponente. Brauchst du für alles nur eine, oder? Also egal, mach mal einfach. Zack. Achso. Warte mal. Tatsache. Na gut. Ich muss echt sagen, mir gefällt der neue Track. Ich kann es kaum erwarten, ihn auszuprobieren. Halt dich mit deiner Euphorie zurück. Wir müssen noch in Jins Büro. Ja, Dad hat wahrscheinlich genug Zeit mit dir allein verbracht. Ministerpräsidentin Jin. Was gibt's hier? Okay, das reicht. Du musst wegen deinen Kopfschmerzen echt zum Arzt. Das werde ich. Ich versprech's. Nach dem Gespräch mit Jin. Geht's? Finden oder was? Ja. DBE Werbebusch. Eigentlich ist hier der Sammler. Lassen Sie mich eins klarstellen. Was die Waffe betrifft, teile ich Ihren Optimismus nicht. Das war das erste Mal, dass mir jemand Optimismus vorwirft. Tja, aber Sie wissen, dass auch Ihre Frau gegen eine Reaktivierung des Hammers war. Ich hätte erwartet, dass Sie Anyas Wünsche respektieren. Ich tue mal so, als hätten Sie das nicht gesagt, um unser beider Willen. Anya hätte gewollt, dass der Hammer... Sie haben kein Recht, über Sie zu sprechen. Wenn Sie meinen, ich will keinen Streit. Sie und Ihr verdammtes Fruchtbarkeitsprogramm. Sie verdanken diesem Programm Ihren Sohn. So wie ich. Ich ehre Anya. Ich vergöttere sie. Sie können mir ruhig glauben. In der Frühphase meines Programms kam sie zu mir freiwillig. Und zwar beide Male. Dass die Ministerpräsidentin sich der Behandlung unterzog. Wissen Sie, wie viele Kinder ihr Leben verdanken? Sie sollte hier begraben sein. Bei den Allvätern. Das Volk braucht sie als Inspiration. Ihre Inspiration war meine Frau. Ministerpräsidentin, Lieutenant Phoenix und sein Trupp. Sollen reinkommen. Ah, Lieutenant. Wie ich höre, war Ihre Mission ein Erfolg. Ministerpräsidentin, ich kann das erklären. Nur zu. Erklären Sie, wann Damon Baird mich ersetzt hat. Erklären Sie, warum der Start eines Hammer-Satelliten nicht meine explizite Genehmigung benötigt. Eine Front, hm?
Lieutenant, der Hammer hat uns mehr Leben gekostet als die meisten Armeen, die wir bekämpften. Ihr Vater weiß das so gut wie jeder andere. Ich misstraue nicht den Waffen, Ministerpräsidentin, sondern den Leuten, die sie einsetzen. Der Hammer der Morgenröte wird nicht wieder aktiviert werden. Ah, das wird der Bericht zur Evakuierung von Siedlung 2 sein. Siedlung 2 wird evakuiert? Warum? Aktivität in der örtlichen Grabstätte. Chief Carmine, Bericht. Bitte, ganz langsam. Schicken Sie die 4. Division. Wir übernehmen das Kommando dort. Gehen Sie. Los! Action. James, wir nähern uns. Wo sollen Kate und ich hin? Zum Haupttor. Da soll nichts mehr reinkommen. Mir ist schon klar, dass ich hier das Kommando habe, ha? Und wir werden Carmine im Stadtzentrum unterstützen. Dass wir wieder hier sind. Wir haben unsere Pflicht getan. Find dich einfach damit ab. Abfinden also? Jungs, jetzt nicht. Cole, wirf einen Blick nach draußen. Shit! Gut festhalten! Raus hier! Los, los! Jill, los! Bewegt euch nach! Gerissen, Mann. Ich weiß, ich weiß! Verdammt! Oh, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, hier runterzukommen! Oh! Oder jetzt? Jetzt würde ich auch gehen! Du musst zu mir laufen, oder was? Na, aber ich check nur gerade nicht, wo es lang muss. Du 3W? Nein, der wird mir aber nicht angezeigt. Du bist über mir. Hier rüber, ja, du bist da links. Ach hier, ich wurde ein kleines X angezeigt. Dass ich hier X drücken kann. Aber ich könnte aber auch mal besser markieren, sag ich mal. Die Handfeuerwaffe oder was? Das ist eine Mini-Uzi. Ja,
Er hat mich umgebracht. Na, jetzt weiß ich aber so lange, ich habe nicht gesehen, wo ich da durchkrabbeln muss. Vor allem, ich konnte auch nichts drücken oder so, als er mich genommen hat. Okay. Bei Option Berks, einstellen, wenn mein Magazin leer ist, dass er da nicht anfängt nachzuladen. Ich hab ja nachladen gekriegt, okay? Aber es waren halt kein Gegner vor mir und ich wollte halt nachladen. Der Schwarm ist überall. Beeilt euch, wenn's geht. Das geht nicht. Sind unterwegs. Los, Delta, verschwinden wir. Komponentenpunkt. Sauerstoff zu finden, ey. Da lohnt sich jetzt auf jeden Fall mehr, ein bisschen rumzugucken. Hey Jack, Impuls! Jack. Hab ich mein Dings nicht mehr, gell? Umschuld. Das Zentrum ist weiter, als ich gehofft hatte. Dann sollten wir lieber los, Delta. Okay, hier lang. Warmack auf unserer Position! Sobald wir hier fertig sind. Jack, Blitz benutzen! Blitz! Oh, Munition. Jack, quick! Hab sie! Alles sauber! An alle Evakuierungsfahrzeuge, fahrt ins Zentrum! Haltet nicht an! Lizzie, hier Delta, in der Siedlung ist ein Swarmack! Bleibt mit dem Konvoi auf Abstand! Ach, Delta, ich wollte hier noch ein paar Runden drehen! Und Vorsicht, Corporal, Sie sind schneller, als Sie aussehen! Delta, Ende! Seitdem gerade für ein Vieh, was die Wand kaputt gemacht hat. Was Großes. Sehr Großes. Sehr, sehr, sehr Großes. Dinge mal, das werden wir auch noch vom Nahen sehen. Zu lang? Da oben war noch was drin. Gar nicht hoch. Ich denke nicht. Da habe ich nämlich nur so einen Komponenten-Dings gefunden. Da stützen sie kaum mal in einem Siedlungszentrum. Okay. Wird
auch nichts angezeigt, wenn ich LB drücke. Also ging es mir eben auch. Da oben irgendwas übersehen. Ah, hier rüber über die Absperrung. Ein Konvoi! Ja, scheint Lizzie's zu sein, so schnell wie der ist. Sie ist unsere beste Fahrerin. Das Problem dabei ist, sie weiß es. Ist noch was? Ich brauche hier Hilfe. Hier kommen wir durch. Alle zurückbleiben. Sie kommen. Feuer einstellen, Private. Wir sind Gears. Mist, tut mir leid, Lieutenant. Ist nicht schlimm. Was machst du hier? Wir haben unsere DBs verloren und uns hier mit Zivilisten verschanzt. Lizzie, Delta braucht eine Eskorte für Zivilisten. Sektor 8, Wohnkomplex. Verstanden, Delta. Ich drehe ab. Danke dafür, Lieutenant. Kein Ding, Private. Los, Delta. Schön. Wir jetzt was upgraden, gell? Cradet eigentlich jeder für sich selbst ab oder für uns beide? Kann zwar auch, also ich muss bei mir zwar auch drücken, aber ich weiß nicht so. Ich mache jetzt mal 7. Kannst du nur Tarnung oder. Ah ne, wir haben ja 5. Ne, ja schon 4. Das sind keine schwere Waffen. Frage, was wollen wir machen? Alles lesen. 7 haben wir nicht. Nochmal schwere Waffen. Nehme ich jetzt einfach mal. Gucken, ob du dich aufzählst. Hast du das jetzt auch? Ja. Also zählst du uns beide. Okay, gut zu wissen. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind, Sir. Entschuldigen Sie den irrtümlichen Beschuss, Lieutenant. Machen wir noch die Reichweite für den Impuls. Das geht auch. So. Ja, wie willst du das machen? Was? Das ist bei mir 3 Punkte. Nein, ups. Ich hab doch nur 1 Punkt ausgegeben. Jetzt gerade. Für das erste. So. Also. Also eine Info kriegst du dann halt nicht, ne? Kommt ihr uns abzuholen? Nein, aber ein Konvoi ist auf dem Weg. Hey, wir haben 10% Sammlerstücke. Yay. Vorsicht da drauf. Kann ihn nicht alle kriegen. Verstanden. Delta, los ja. Geht's. Ne, wir haben schon einige verpasst. Fatsch, wir haben alles gefunden. Ne, du kannst nachgucken. Wir haben alles gefunden, was wir finden können. Zentrale, wir brauchen Unterstützung! Ein Hinter mich! Na, scheiß drauf. Das ist doch nichts, Zentrale. Hab mich drum gekümmert. Divis, wir müssen diese Straße sichern. Oh Mann, Schwester! Du bist verrückt! Oh, jetzt ist es. Wie können wir helfen? Räumt die Straße, Delta! Wir stecken sonst hier fest! Hey, ihr habt sie gehört! An die Arbeit! Bert, wir helfen einem festgefahrenen Konvoi. Brauchen vielleicht Verstärkung. Roger, Delta. Ich leite einen Konvoi in eure Richtung um. Phoenix, zum letzten Mal. Ich bin hier der ranghöchste Offizier. Was bedeutet, dass ich Verstärkung rufe? Ja, Sir. Ich werde das regeln. Ach, verdammt. Vergehen gegen die Chor werden bestraft. Blitz!
Das ist also der Schwarm, hä? Beeindruckt mich jetzt nicht. Diese Straße. Wir können keine Zivilisten in die Wagen laden, wenn wir keine mehr haben. Ziel ausgeschaltet. Waffengranate! Scharfschützen-Fehler. Da war ein Helden, der die Schwer aus. Erste Granate! Oh. Oh. Ich hab noch nicht. Jetzt war ein Thema. Nur noch einer übrig, Alter! Nicht, dass wir es haben sollen. Das war's. Die Straße ist frei. Dann gruppieren. Die ist ja cool. Alter. Falsch. Gatling-Raketenwerfer. Sehr nice. Nur 6 Schuss. Bin ich zwar langsam damit, aber das ist mir erstmal egal. Ich denke mal, das wird zu kennen, weil ich drauf eh wieder. Bin ich deine Worte. Ich habe jetzt erst die Boomshot aufgesammelt und die Lanze hat er hinter irgendwelche Kisten geworfen, wo ich nicht mehr dran kam. Die Boomshot würde ich eigentlich haben, aber da habe ich das Ding hier gefunden. Guck mal, die Werfer werden wir eh gleich nicht mehr haben, deswegen kann ich auch verballern. Ja. Voll geil. Dann gehen wir mal zu Lizzie. Hey, die Straße ist frei, das darf aber nicht! Da ist ein Springer! Natürlich komm jetzt auf den. Dann geht in Deckung! Achtet auf die Stacheln! Eigenbeschuss! Achtet auf das! Lizzie, alles klar bei dir?
Ja, ich muss nur dieser scheiß Rostlaube zum... Delta, Kamans Trupp wurde überrannt. Er verschanzt sich mit Zivilisten im Turm. Sie werden nicht lange durchhalten, also beeilt euch. Sie brauchen euch in der Zentrale. Los! Na los! Du musst durch den Park. Das Tor befindet sich bei der Treppe. Ihr habt sie gehört. Bewegung! Gleich wieder die Post ab, natürlich. Hey, da! Genug Tränchen verdrückt. Hör mal, du hast vielleicht kein Problem, auf Unschuldige zu schießen, ich aber schon. Unschuldig, ha? Unschuldig! Leute, die Brandsätze werfen, sind unschuldig! Gut zu wissen! Alle beide, hört auf damit! Wartet, ich hab davon gehört. Das wart ihr drei? Nicht drei. Einer von uns hat seine DBs unter Kontrolle gehalten. Was ist denn passiert? Wir haben Aufständische identifiziert und eliminiert. Nein, du hast das Feuer auf Demonstranten eröffnet. In jeder Herde wird mal aussortiert. Irgendwie kann ich den Typ nicht leiden. Ich weiß, wenn ich hier aussortieren würde. Passiert, es ist passiert. Konzentrieren wir uns lieber auf die Evakuierung. Verdammt, du hast da bestimmt auch irgendwas rum. Jack, Impuls! Da vorne ist der Hub. Scheiße, Carmine hat definitiv Probleme. Warum greift auch unsere Condors an? Ja, der ist sicher wegen dem verdammten Swarmack abgestürzt. Jeder Condor, den wir verlieren, bedeutet weniger Verstärkung. Ich hab hier gerade eine Waffe abgesammelt, wo der Lenser geworfen ist. Du hast wieder meinen Lenser. Los! Achso. Hey, Larven! Schaltet sie aus! Ab die! Ich sag nur eins! Diese Papa müssen weg! Was ist denn da? Von mich an Komponenten Das war die letzte. Delta, Kamans Funk geht wieder. Ich stelle ihn durch. Phoenix, ich habe nur noch einen Satz TBs. Wo zum Teufel bist du? Durchhalten, Sarge. Wir sind fast da. In den Läden rumgucken, ob hier noch irgendwas ist. Gitarre. Nope. Eine Gitarre auf die Kinder einschlagen. Hier war es so knapp. Bist du oder ja? Warten auf uns, ne? Das muss sein. Scheint, das könnten Carmine's DBs immer noch kämpfen. Los! Die
Geh mal weg, Mensch. Wir gehen rein. Mir nach. Okay, Carmine ist mit den Zivilisten in diesem Turm. Zeigen wir diesen Dibis, wie das geht. Säubert den Platz! Blitz! Scheiße, sie sind überall! Chad, bring! Nicht nachlassen! Das war's. Carmine, Platz gesichert. Danke, Delta, aber da kommen noch mehr Feinde zu euch. Hey, unser Nachschub ist immer noch da draußen. Also hey, guckt mal, was ihr mit Baird's neuen Lanzern anstellen könnt. Roger, kümmert ihr euch um die Zivilisten. Wir kümmern uns um den Rest. Oh, was haben wir da? Oh, Granatlanzer. Wo zum Teufel den Baird? Das ist Granatlanzer. Hier, ran an die Buletten. Wer liegt denn da? Die Scharfschützengewehre muss so wenig Munition, finde ich. Das sollte reichen. Muss man ja. Da kommen sie! Okay, Delta, knallen wir sie ab! Alter! Die ist ja mal geil. Komm nicht rum. Komm auf! Der andere kommt schon.
Und noch ein! Das Ziel erledigt. Stärken. Sind uns hörten. Alles klar, sind uns alle. Alles klar. Alter, ist ja hammert. Ganz nach meinem Geschmack. Seht euch, ihr kleinen Mistviecher. Ich wollte nur... Sie greifen uns von rechts an! Jo! Irgendwer muss an den Turm! Oh, no, ich will. Welchen Turm? Ich will! Geh weg! Sich selbst. Ziel erfasst. Oh, das ist die Schneeweiß. Rennen wir zum Ziel. Legen Sie die Abflüge an. Mit dem Herrscher passiert, dem wir gefolgt sind. Oh, das musste ja passieren. Zurück! Schieß von weiter weg! Ja, das Ding verschlingt mich nicht! Scheiße, nein! Boah, what? Ich hab dich. Ach, stopp. Oh, was für eine riesige Scheiße! Bist du da ein Fixer? Verdammt! Sag schon! Glaubst du machst mir Angst? Ah, du machst mir keine Angst, Fliststück! Welchen riesen Roboter, der hier steht, können wir nicht den nehmen? Ich brauche hier Hilfe! Hey, Pescher! Hier ja, drüben! Such dir vielleicht jemanden in deiner Größe!
mein Gott, gut. Ich seh dich! Der hat mich gesehen. Jetzt bist du dran. Muss er nach V schießen. Ist gleich da. Bleib los und! Heck. Okay, Herrscher erledigt. Carmine, der Platz ist sicher. Evakuierung fortsetzen. Verstanden, Delta. Wir kommen raus. Ich habe jetzt keine Munition mehr, ich bin out of ammo. Na schön, evakuierte herhören! Im Laufschritt zu den Minotaurs! Keine persönlichen Sachen, kein Gepäck! Ja. Hey, bist du taub? Keine persönlichen Sachen! Carmine! Mann, sie haben heute eine Menge Leben gerettet, Sarge. Haha, der Madenkiller ist zurück, Baby! Madenkiller, Schwarmkiller, egal. Gerettet von meinen Ex-Schülern. Onkel Clay! Und jetzt muss ich wieder hoch. Hab mir Sorgen gemacht, hast dich nicht gemeldet. Der Funk war tot. Und die da haben mir aus der Klemme geholfen. Ich schulde dir noch mehr, Phoenix. Was jetzt? Carmine draufgegangen. Ach komm, jetzt werden's Gegner oder was? Natürlich. Oh, Scheiße! Schnell, lauf! Die sind neu. Haben's abgehängt. Delta, ich werde für die Evakuierung aufsetzen. Nein, nein, weg hier! Es ist nicht sicher! Raven getroffen! Auf zur Absturzstelle! Das Blatt wendet sich. Wendet sich. Immer noch out of ammo. Sollen wir Munition liegen? Geh mal kurz hier rechts hoch. Wir sollten dort noch Überlebenden suchen. Komponenten gefunden. Definitiv überall Komponenten, gell? Wir haben einfach mal eine gefunden. Das Feuer ist im Weg. Zwei. Wir müssen drum herum. Raus. Jack, Impuls! Hier lang! Uni! Cardio-Kit. Moment. Eins mit Stim-Technologie. Was? Neue Fähigkeit gefunden. Stim. Jack gibt Truppenmitgliedern einen temporären Rüstungsbonus. Betrifft alle Truppenmitglieder in Reichweite. Im Koop kann nur der Spieler, der Jack steuert, diese ausrüsten. Oder upgraden. Ich steuere den, ne? Keine Ahnung. Okay, achso, jetzt kann entweder Jack Impuls mit Stim oder Stim. Bringen. Was ist dir lieber? Mir ist es egal. Das, was Stim macht jetzt. Im Test. Okay. Ist auch nicht lange. Oh, Muni. Los, Jack gibt uns Stims und wir rennen da durch. So, fürs Feuer. Was denn? Okay, los, los! Oh, heftiges Zeug. Okay. Das hatte ich vergessen. Oh. Okay. Schnellauswahl. Halten Sie LB und drücken Sie dann, um schnell zwischen Stim und Impuls zu wechseln. Ah. Horizon, ich habe unseren Atemwagen gefunden. Hier liegt noch ein Revolver. Wir sind die Roboter jetzt 100% okay. Die ganze Gegner. Zeit für eine Stim. Gebiet wird gesichert. Erstmal will ich noch gucken, ob ich noch irgendwas finde.
Beschuss konzentrieren. Dann let's go. Rücke auf. Scheiße, zu spät! Alter, dieses Ding möchte ich... Da drüben, nicht... Scharfschützen! Dann schalten wir sie aus! Hups. Yeah, das wird klappen! Oh, sie verdammt. Oh, Scheiße, bin getroffen! Oh! Aber dumm. Bist du jetzt ins Feuer reingelaufen? Ja, ich hab zu lange gedrückt, aber auch nicht gesehen, dass das System noch nicht aktiv war. Also noch nicht einsatzbereit. Das hat jetzt zu lange gedauert. Passiert. Komm, hopp, hopp. Ich wollte deine Waffe aufheben, die ich gesehen habe. Okay, Check schicken können, Zeit für eine Stim. Bist du da? Scheiße, zu spät! Da drüben, Scharfschützen! Oh, da war er. Schalten wir sie aus! Boah, das ist wieder der Salvenwerber. Geil. Tod! Ja, das ist doch geil. Gut, ich glaube, das waren alle. Wenn diese Schar unsere Bots ausschalten kann, halten wir die Siedlung niemals. JD, Del, Markus und ich mussten durch die Wand durch. Der Schwarm ist überall und wir erreichen die Zentrale nicht. Oh, der Funk ist gestört. Hörst du mich, Kate? Wir wurden von Cole, Fass und Carmine getrennt. Wir müssen neu gruppieren. Wir treffen uns vor dem Theater. Roger, wir sehen uns da. JD, komm schon, gehen wir durchs Hotel. Sperren Sie das Hotel. Keine Kettensäge dran. Das Ladedock. Oh, Nades. Hab ich überhaupt Nades? Nee, keine Nades. Los, hier rein. Licht. Yo, Jack, erleuchte uns. Oh, shit. Wir verlieren eine Menge Gears. Felix, ich habe es zurück zum Fahrzeug geschafft. Ich werde versuchen, die Leute zu kriegen. Verstanden, Lizzie. Ich habe eine Komponente gefunden. Null. Wir könnten Tarnung machen und Health upgraden.
Na, dann sucht sie was aus. Oder Stim, schnellere Aufladung. Sucht sie was aus. Hab ich. Stim abgegradet. Warte mal. Nicht erkannte Biologen. Hey, einstellen! Soll das ein Witz sein? Diese Schar schaltet die Bees nicht nur aus, sie verwandelt sie. Wie krass, Mann. Wir haben gerade so ein bisschen Terminator-Flashbacks. Jetzt haben sie schon Hele von der Flat abgeguckt. Ja, genau. Ja. Knascher. Ja, habe ich mir den Sniper jetzt mitgenommen, gehen und die kämpfen hier auf engstem Raum. So, du. Warte, ich mach sneaky sneaky. Holen wir uns den Rest. Jetzt sieht der von den Kern. Da ist auch noch einer, warte mal. Holst du? Nicht unter den. Oh Scheiße, sie sind aktiv! Nee. Oh Scheiße, bin getroffen! Alter, was? Tot! Der hat sich mit der Overkill weggeknallt. Wären sie nicht wach geworden? Dem bist du nicht gekommen. Da vorne sind zwei und da vorne ist auch noch einer. Schon leise. Bei dir sind jetzt zwei, oder? Rechts den, ich hab links den jetzt. 3, 2, 1. Schön. An den komme ich von meiner Seite nicht rein. Ich tue bei nur den normalen Lenzer. Die andere kriegst du nicht so oft, denke ich mal. Wie lang? Wenn ich den normalen abbaue, dann mal weiter. So geht's auch. Von diesem Horrorfilm. Wir sollten zum Theater gehen. Sehe ich auch so. Na los. Thema, es gibt bestimmt noch eine Trophäe, wenn du das alles schleichen schaffst. Das
gelangen sie an die Altei. Gelangen sie an den Alteisen. Ja, gut. Das ist vielleicht nicht gerade die beste Übersetzung. Ziehen wir es durch. Und Ready, mach dich auf alles gefasst. Mann, wie schnell das vor die Hunde ging. Hey, Cole, Fass, Carmine. Ob es ihnen gut geht? Hoffentlich. Los zu Kate und Dad, dann können wir uns um die anderen sorgen. Man muss sagen, die deutsche Synchro ist echt gut. Gefällt mir sehr gut. Aber die war ja eigentlich immer gut. Was zur Hölle? Bloß nicht da. Bloß nicht da lang, ich will aber hier lang. Mal kurz auf Sammelstücke gehen. Im ersten Akt, Kapitel 1, haben wir schon mal 4 verpasst. Kapitel 2 haben wir 1 verpasst. Die gewesen, die du aufsammeln. Jetzt müssen wir nochmal. Ah ja. Ist ja Bugi. Hier lang. Ganz sachte. Was zur Hölle ist das? Der war mal ja. Scheiße, sie sind wach! Okay, im Nahkampf ist nicht so gut gegen sie. Nee. Brauche hier Hilfe! Nein, mal Hilfe. Gut gemacht, Jack! Kennsegel zu kriegen. Aua. Oh Scheiße, die sind über uns! Frag aus! Und noch! JD, der kommt doch her von links! Fressen aber auch nicht. Ja? Danke für die Unterstützung, Jack! Vorsicht! Komm jetzt von der anderen Seite! Und noch ein! Kriech über den Tisch. Das ist der letzte. Okay, gehen wir. Diese Dinger machen mir Angst. Gatling. Hätte man mal Feuer nehmen sollen. Meinst du? Ist schon da irgendwo was. Dass du das mit rumläufst. Na, hast du gar kein Sammelobjekt gefunden? Nö, jetzt bist du mal dran. Keine Lust. Soll ich ein Diva bin. Los, hier lang! Mist! Er ist so schnell! Wow. Drück mal B, wenn sie dir zu nahe kommen. Spielst du Fußball? Ich bin der Terminator. Bisschen eklig sind die Dinger aber schon, oder? Da
Achtung, sie ist wieder da! Schneiden wir sie ab! Nix. Hast geschlafen. James, hörst du mich? Verstanden, Dad. Laut und deutlich. Aufgepasst. Die Schabe steht aus Hegeln. Zieht viel zu stark. Ja, wissen wir. Sie stören irgendwie unseren Funk. Aber Bert lässt einen Funk die Funktürme säubern. Wir sind am Theater. Seid ihr in der Nähe? Die Straße runter. Wir sind unterwegs. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht von dir. Schmerzer. Alle drei Minuten findet er irgendwas. Und jetzt? Was ist der denn? Boomshot, jawoll. Den nehmen wir mit. Ist geil. Da geht's. JD, Zeit zu gehen! Ja, bleib. Zufall, dass da noch JD ist und meine Schwarze. Die wissen wohl noch nichts über die Schar. Scheiße, helfen wir ihnen, die Straße zu säubern! Sergeant, wir wählen sie zusammen ab! Wir haben da eh gleich los! Säubert die Straße! Ja. Bestätig, Lieutenant! Naja, dann wechsel mal auf die normale Lente zurück. Meine! Nee, gibt's doch keine Lente mehr. Ergeben Sie sich, Herr Chor! Irgendwo, was lag hier doch hier? Unterlassen Sie das! Blitz! Gefahr untersucht! So, Sergeant, gefallen! Los, Leute, weiter so! Wir schaffen das! Ergeben Sie sich, Herr Chor! Suche! Nur ja, hier sind Ihre Freunde! Scheiße! Schau! Schnell Sie ab, bevor Sie die Box umdrehen! Greifer! Sie sind erfasst! James, hier drüben! Verdammt, es hat einen! Weiter feuern! Ja, los! Los! Schon kann ihn nicht stoppen! Gott verdammt! Ja, unsere Chancen gefallen mir nicht! Was? Kurz herkommen zu mir. Wie stellen wir das nur an ohne DBs? Wir haben den See alle übernommen. Falls ihr im Theater seid, dann Herflüchten. Evakuierter. Ich habe vor einer Stunde den Kontakt verloren. Okay, wir sammeln sie ein und bringen sie in Sicherheit. Du musst deine unterdrehen, wenn du nichts verstehst. Falls jemand nach Verstärkung ruft, geh nicht drauf ein. Verstanden. Ja. Aber da draußen sind bereits eine Menge. Verstanden, Zentrale. Wir halten die Augen offen. Hey, dieser Schauspieler, wie hieß der nochmal? Jay Stratton.
Der hat auch hier an einem Stück gespielt, oder? Mach dir keine Sorgen. Jace kommt schon alleine klar. Hier hinten ist keiner. Los, auf die Bühne. Hey, alles okay? Ja, keine Sorge. Nur Kopfweh. Okay, los geht's. Verdammt, nichts. Wenn hier Leute waren. Noch nichts. Wo sind sie alle hin? Vielleicht sind sie entkommen. Öffnen wir diesen Vorhang. Meins. Geh mal in Deckung, ich denke mal, da wird jetzt Gegner kommen, wenn ich das betätige. Ah, ja. Okay, probieren wir mal den. Leute, wir haben ein Problem. Ein umgedrehter DR1. Das ist ihn. Guck dahinter. Die Evakuierten. Sie sind alle tot. Wir sollten wohl leise bleiben und hier verschwinden. Gott verdammt! Tötet das Ding! Boah, er macht Deckung kaputt. Achtung! Stopp! Da kommen sie! Oben auf dem Balkon! Die Mugger. Lasst uns ja, die Mucke natürlich auch. Die anderen suchen. Hey, ich glaube, wir können rechts raus. Wechselt man keine Waffen? Teamschuss, nee, gell? Bert. Warte. Die Evakuierten im Theater haben es nicht geschafft. Was ist mit Cole, Fast und den Carmines? Lizzie hat es zu ihrem Konvoi geschafft, wird aber immer wieder umgeleitet. Clay hat einen Raven gefunden. Aber ich erreiche weder Cole noch Fast. Habt ihr von ihnen gehört? Nein, noch nicht. Aber wir suchen weiter. Nein, der Kommandant kann man ja nicht vorbeilaufen. Ach, hast du eine Ahnung? Kann man schnell übersehen. Wenn man aufs Handy guckt. Dabei einfach weiterläuft.
schon wieder Action oder was? Ich wollte doch auf Toilette gehen hier. Was kommt der jetzt? Heilige Scheiße. Delta, seid ihr? Befehl der Zentrale. Evakuierung beendet. Zentrale, hier Delta. Verbindung bricht ab. Wir sind beim Theater. Wiederholen. Ihr müsst da raus, Kleiner. Wir werden die Siedlung aufgeben. Können wir nicht den Hammer der Morgenröte benutzen? Nicht, wenn ich damit nicht zielen kann. Zieht uns zum Haupttor zurück. Bert, wir stecken auf der anderen Seite der Stadt fest. Felix, hier Lizzie. Seid ihr beim Theater? Lizzie, Gott sei Dank. Bestätige. Ich wurde ungefähr 6-mal aufgehalten. Ich komme euch holen. Bin auf dem Weg. Wir warten hier. Delta Ende. Hier rein. Na los. Hey! Wow, wow, wow. Wir sind's. Wir haben wen mitgebracht. Okay. Ich hätte aber draußen lassen können. Scheiße. Runter! Der Bastard hat unseren Reifen abgeschossen. Was? Woher weißt du das? Der Cold Rain vergisst niemals sein Gesicht. Wohin schießen wir damit? Schielt auf die Blasen. Erwischt! Na, Beine! Entschuldige mich kurz! Bin gleich zurück! Oh, wo gehst du hin? Ich sag dir, ich bin gleich zurück! Ui. Bin am Boden! Oh, bin down. Habe schon! Und jetzt auch noch Drohnen! Boah. Ach nee, der kann mich trotzdem treffen, oder was? Ich hab dich, halte durch! Danke, Mann. Ich schulde dir was. Die sind auf eine Blase. Händen am linken Bein. Das ist sauer! Hey, mal! Ich dachte, ich bin gleich zurück! Wuhu! Essen ist fertig, Wichser! Cool! Bist du irre? Immer doch! Aber jetzt hat's eine Granate in der Fresse! Bam! Easy! Ja. Auch eine bekommen? Hm. Hey, Dell, erkennst du hier vielleicht irgendjemanden wieder? Ist das vielleicht der friedliche Demonstrant, der mir die Nase gebrochen hat? Verdienst mehr als eine gebrochene Nase. Zeig mir doch, was ich verdiene. Stopp! Lass die Scheiße! Verdammter Feigling! Feigling? Wow! Ich hab da ein paar Neuigkeiten für dich. Nicht. Rate mal, wer den Feuerbefehl gegeben hat. Direkt in die Menge dieser friedlichen Demonstranten, mein Freund. Ja, ganz genau. Euer Lieutenant Stammbaum hier. Leute, kommt schon, ich... Die haben Brandsätze geworfen, die... Die ganze Lage war unübersichtlich, okay? Ich wollte nicht, dass es passiert. Ach, egal. Tutu, die Kavallerie ist da! Okay, wir reden später darüber. Los jetzt. Oh Mann. Im Laufschritt! Ich muss diese Leute hier rausschaffen! Oh!
das Feuer auf euch! Drei Stück sind, glaube ich, eine Nummer zu groß. Alle Trucks, zurück, zurück! Bert! Bert, wir verlieren den Konvoi! Wir brauchen den Hammer! Ihr braucht was? Er ist feuerbereit, oder? Ich hab noch nicht mal die Kurve. Der erinnert mich irgendwie an den Nerdkiefer als Sancho Fennec. Nimm mich! Bist du irre? Kann sein! Peil meine Rüstung an und gib Stoff! Nein, das werde ich nicht tun. Musst du aber, wir haben keine Wahl. James! Deckungsfeuer! Bert, ich bin fast da. Bereit machen. Das kann nicht gut gehen, Kleiner. Bert, jetzt! Wow! Siehst du, ich wusste, dass es klappt! Scheiße! Bert! Bert! Was ist los? Ich hab keine Kontrolle! Iris, schalt ihn ab! Schalt ihn ab! Oh, verflucht! Lauf weg! Gears-Klamotten an. Ziehen wir es durch. Wir haben nicht gerade viel Zeit. Kate! Sollen wir ihn mitnehmen? Ja, klar. Von mir aus. Alles klar. Komm schon! Was hast du eigentlich gegen Jack? Nur, dass ich mein halbes Leben auf der Flucht war vor Corbots? Gar nichts. Siehst du? Es liegt also gar nicht an dir. Ich glaube, ich darf jetzt Kate spielen. Sollte ja eh mehr oder weniger zur Hauptperson werden. In dem Teil. Deswegen hat es mich ja schon gewundert, dass ich gar nicht sie spiele. Oh ja, das ist hübsch. Sind deine Kopfschmerzen wieder zurück? Mir geht's gut. Er wird nicht auf dich hören. Wie wär's, wenn er das selbst entscheidet? Hey, sie ist es.
Deine Beerdigung. Hier sind Chorwaffen verboten. Rückt sie schon raus. Du weißt, wer mein Vater war, oder? Wer meine Mutter war? Und doch kreuzt du hier in Chorrüstung auf. Schon komisch. Ein Scheiß kriegt ihr von uns. Hey. Die sagen. Wie du meinst. Hat er einen Magneten im Rücken oder ist er jetzt gerastet? Ihr könnt sie abholen, wenn ihr wieder geht. Euch! Ein Plan. Er ist hinten bei der Dampffarm. Versucht, keinen Ärger zu machen. Das liegt allein an ihm. Wir haben schon viele Non-Cons überzeugt, bei der Chor zu kämpfen, aber ich habe das Gefühl, diese Nuss wird etwas härter zu knacken sein. Ja, geht mir ganz genauso. Da wieder einiges zu finden. Ja, ich spiel Kate. Wenn man jetzt sofort spielen würde. Hey, wow, die Chor. Willkommen. Ich spiel die anderen beiden. Ich meine, du konntest ja nur Dreier. Ja, aber es hat ja vier Chor. Warum benutzt jeder Anführungszeichen falsch? Macht mich irre. Hier gibt's einiges einzusammeln, könnt ihr wetten. Man kann nicht rennen. Da sind Würmer drin! Nee. Ich hasse Fisch. Schade, dass es kein Geruchsfernsehen jetzt gibt. Hey, Chor! Willst du mal riechen? Sehr dank. Stinkt fast so schlimm wie du. Nee, danke. Ganz geil. Witzig. Das Problem ist, dass es da draußen nichts mehr gibt. Da kommen wir, glaube ich. Alles in einem Umkreis von 20 Meilen ist weg. Es gibt noch genug Orte, die wir durchsuchen. Geh weiter, Arschloch. Wie die Atomine oben in den Bergen. Ich sagte, innerhalb von 20 Meilen. Die Mine ist viel weiter weg. Oh, ich finde es schön, dass sie ja auch mal so ruhigere Momente eingebaut haben. Gab es in den ersten vier Teilen eigentlich eher selten. Sprechen Sie an der Dampffarm mit dem Dorfvorsteher. Aber erst gucken wir mal, ob wir noch Komponenten finden. Vielleicht. Nein, wird nicht. Ja, doch. Komponente. Kaum hab ich's gesagt. Einfach mal so auf dem Boden rum. Dehnungssensor probiert? Yep, gleich als erstes. Ein Teil von mir findet es sein, gut, dass sich Silikat in den Gelenken angesammelt hat. Das Ding hat schon viel Action erlebt. Muss schon zugeben, die Chor kannte sich mit Robotik aus, selbst damals schon. Warte. Ich glaube, ich weiß, wie ich das reparieren kann. Muss nur kurz überlegen. Okay, lass mich von mir nicht stören. Würde mich trotzdem mal interessieren, wie es mit JD jetzt war, da ging. Mehr Stimmen haben sie nicht mehr? Sieht nicht gut aus. Das ist eher so ein grünliches Braun. Hab Alkohol drüber gegossen. Gestorben ist er hundertprozentig nicht, das glaube ich. Hat bestimmt wehgetan. Naja, nicht, aber sie. Das ja. Deswegen ist er bestimmt gefeuert worden oder so. Könnt ihr wetten. Hat sich zurückgezogen oder so. Das einzige Mal sein, dass sich der Chor etwas... Hey, pst. Chor-Technologie zu stehlen ist das also, eine, aber einen ganzen Kestrel auszubauen. Schönes Wetter, oder? Das ist mutig.
Hey, ich will hier rein. Okay, lassen wir das. Hier ist nix. Was, dass ich meinen Arsch bewegen soll. Klingt wie der perfekte Tag. Gesellschaft gefällig? Ist ein freies Land. Naja, ein freies Dorf. Aber hübsche Davon Gegend. Weiß ich doch nichts. Nächste Woche kommt vielleicht Nachschub. Cor! Der Chief ist durch die Tür durch, unten bei der Dampffarm. Okay, ihr könnt rein. Können Sie das Sicherheitst. Warten wir jetzt echt auf dein Wort? Ihr verarscht mich doch. Check, ist sie mit weit hinten? Ach, warum war sie hier? Okay. Moment, lasst euch durch. Zur Dampffarm geht's den Hügel runter. Ist nicht zu verpassen. Haben Sie gesagt? Ja! Scheiße, alles gut? Ich bin okay. Bleibt weg! Der Dampf brennt euch noch die Haut von den Knochen! Elektroschutz und diese Dinger vertragen sich wohl nicht. Wie repariere ich das jetzt? Einfach Truffknöpfe. Jack, sieh dir doch mal das Dampfventil an. Oh, ich geh zu nah. Danke. Das hätte ich selbst richten können. Vermutlich. Hey! Fürs Protokoll. Das macht uns nicht zu Freunden. Ja, ist ja gut. Ich wäre eben bald draufgegangen. Ich war zu nah drin. Wow. Schätzen, hier drüben! Faschisten? Hast du das gehört? Nee, da war der Deo in mir. Das kam hier nicht. Der Junge hat es gesagt. Komm mal her. Ja, nimm den schön rein hier. Bist du ja so ein Nazi-Part? Ich bin schwarz, ich bin kein Faschist. Klar müssen wir herhalten, wenn die verdammten Korbots streiken. Mein alter Herr hat die Kor damals wegen der Dibis verlassen. Er hat ihnen nicht getraut. Irgendwie poetisch. Der zu KI greift, wird durch sie umkommen. Ich erkenne diesen Wagen. Wo wohl die Ställe sind? Du bist gerade so typisch mein einziger Freund. Das ist ehrlich zu sein. Okay, das ist keine Pferde. Noch wer? Wie geht's dir, Junge? Gut siehst du aus. Du hast verdient, allein zu sein. Stimmt, im Frontteil gab's ja auch einen. Das Gefühl. Der gute alte Chef. Hey. Aber. Verdiene ich rein mit ja euch. Zu sein. Ich werde auch nicht jünger. Ich mit einem verfluchten Fehltrainer. Oh, Scheiße! Verdammt! Verfluchte Lena! Haut das Miststück einfach mit unserer wertvollsten Technik ab! Sie hatte ihre Gründe. Freddy und Norsco auch. Scheiß auf ihre Gründe. Die haben uns ausgenommen. Ich kann die Technik der alten Verfolger nicht so modifizieren wie sie. Mir fehlt das Werkzeug. Das hat sie auch geklaut. Ein Profi schiebt ich will die nicht Schuld sagen, aber die leuchten rot. Das ist nie gut. Meine Werkzeuge sind nicht schuld. Lena ist die Übeltäterin. Beruhig dich, atme durch, denk nach. Okay. Es geht mir einfach nur auf die Nerven. Die Verteiler nerven mich. Das ist nix. Ich geh mal in Räume, wo es nichts gibt. Das habe ich aber gesehen, was Eige nicht gesehen hat. Haha. Ja, hast du das gesehen? Ja. Das Komponente. Ich glaube, wie haben wir jetzt eigentlich? 8? What? Muss doch mal was machen. Ich würde mal den Zapper machen. Jack kann den Zapper länger abfeuern. Zack. Jetzt haben wir noch eins.
Blitz abgegradet. Was geht denn jetzt? Siehst du es auch, was ich sehe? Ich sehe gar nichts. Also, nichts Ungewöhnliches. Ja, ja. Okay. Lass uns weiter zur Dampfer. Okay. Ich hab Hallos gehabt. Ist ja nichts Neues. Das läuft hier also alles mit Geothermie? Oh, sieht so aus. Ergibt Sinn, aber das ist eine Menge Bohren. Schätze, der Riesenwurm hat den Großteil erledigt. Schon viele, ja. Einfach mal das Dorf ausnehmen. Was ist mit dem Dorf aus der? Hat's geleuchtet. Wow. Zwei auf einmal. Ich bin jetzt da. Naja. Ich weiß nicht, ob ich schon reingehen kann ohne dich. Nee, doch. Hey! Wir suchen nach dem Anführer. Alter Kerl, stinkt nach Bier. Hast du ihn gesehen? Kate. Onkel. Was denn du? Die haben schon so einige Chor bei uns vorbeigeschickt. Dich hätte ich als Letztes erwartet. Die dachten wohl, du würdest mir zuhören. Und was denkst du? Du bräuchtest einen neuen Dekorateur. Ha, das soll sie von uns fernhalten. Und wie hat das so geklappt? Tja, nicht so gut. Schön, dich wiederzusehen, Kate. Dich auch, Onkel. Jetzt pack zusammen. Du musst gehen. Ach ja? Hör zu. Wir haben fast jedes Dorf überzeugen können. Ihr seid die Letzten, die sich weigern. Chor, Non-Cons, das macht keinen Unterschied. Es ist Zeit, diese Dinger gemeinsam zu bekämpfen. Nein. Zeit, das Gespräch zu beenden. Tut mir leid, Kinderchen. Ihr findet selbst raus. Onkel! Meine Mutter ist tot, weil sie dachte, wir schaffen es allein. Klar, nur zu. Schick uns weg. Aber wenn du das tust, komme ich zurück, um das, was von dir und den anderen noch übrig ist, zu beerdigen. Und das weißt du ganz genau. Scheiße. Wie oft greifen sie an? In letzter Zeit täglich. Passiert das auch täglich? Nein, tut's nicht. Na los. Pistole. Dein Ernst? Verteidigen Sie die Stadt. Onkel. Wir werden mehr Munition brauchen. Schnappt euch, was ihr findet. Bis dahin benutzt Messer, Fäuste. Alles, Jäger! Was ihr habt. Jagd beginnt. Sie kommen auf einem Boot. Kennst du noch? Wir müssen sie ausschalten. Beute. Oder Kopf weg. Blitz. Kate, da sind noch mehr von denen! Jack, Impuls! Unglück! Mit dem Bogen. Ich will grillen. Die haben den falschen Tag für diesen Scheiß erwischt! Jetzt wird's lustig. Geil. Sie ziehen sich zurück! Weiter! Das klappt. Was? Warum schwimmt das hier?
kommt! Es kommt! Schreien! Keine Munition mehr. Alter. Habt den Bastard erwischt! Los, bevor wir noch mehr verlieren! Oscar, du musst mit uns kommen. Deine Leute haben das nicht verdient. Oh, ne, warte, Anne, ich war, glaube ich, noch die Treppe hoch. War eine Waffenkammer. Munition. Nur die Hämmer. Hey. Hey. Sie kratzt an der Tür. Weiß nicht. Die Schockfalle. Ich hab ne Idee. Bin jedenfalls nicht weitergelaufen gewesen. Ich auch nicht. Was ist, hab ich ja gesehen. Okay, fertig. Schock den Boden Schock bei der Tür den. Und ich lasse sie rein. Ja. Jack, los. Ja, hier war die Waffenkammer. Hier ist die Waffenkammer. Ich hoffe, dass du scheiße, ihr Mistviecher! Und los! Passt auf, Jungspunde! Mehr Schwarm! Und nochmal, erledigen wir sie! Oh. Sehr gut. Jedes Mal auf Epsilon die Waffe wechseln. Feind ausgeschaltet! Hey! Jack, bring! Hängig. Wow! Dreh dich mal um, ich kann komm nicht weg. Ich steck hier in dem Pferd dran. War das etwa alles? Okay. Du machst das schon. Du wirst in der Nähe irgendwann mitgeportet. Hilfe! Naja, du machst es schon. Sterben einige Leute. Bis zum Hintergrund! Ich kusche mit dem. Nein, Gott verdammt! Pferd oder was auch immer. Wow, eine von den Maschinen hier in dem Laden. Oh, ist weg, und da kommt ein Kurs! Erledigt ihn, bevor noch jemand stirbt! Wolltest du jetzt alleine gegen ihn kämpfen, oder was? Du musst das jetzt alleine machen, ne? Jack, Schockfalle! Du machst das schon. Ja. Greif von der Seite an! Nicht irgendwie durch die Runde. Hier? Na. Ich hab keine Angst vor dir. Scheiße. Ganz schön aua, der Junge. Mini
die Dinger sind immer richtig eklig. Die Gesellschaft. Hier stehen gerade noch zwei KI-Freunde. Ausruhen ist weg! Wir müssen das beenden! Das muss reichen! Machen jetzt noch Ärger. Beute nach! Kein Ausgeschaltet! Gespürt! Leide! Nicht nachladen! Gesehen! Erbeugen! Ich glaube, das war's. Das war's angemacht. Okay. Alles okay? Ja. Wenn ich mal Feuer anmache, soll ich nicht sterben. Wenn das ändert, wird Monate dauern, bis wir uns hiervon erholen. Noch mehr Gründe, warum du mitkommen solltest. Das Dorf ist doch nicht komplett da, sicher. Nee. Los! Ne. Aber er müsste gleich jetzt zu mir kommen. Boah, Waffenkammer. Hier ist eine fette Waffenkammer. Der Notstrom. Oh, Wahnsinn. Wir müssen den Generator überlasten. Normalen Lanzer und Granatenlanzer. Was ist eine Maxa MK1? So wird's klappen. Einzelschusswaffe. Da jetzt. Wo es hier noch liegt. Mach ich glatt. Hier ist ein Dropshot. Ah, das ist die, die du hattest, gell? Ja. Boah, ich hab echt zu wenig Waffenblitze. Da ist so viel Muni hier rumliegt. Gib dem Generator etwas Saft! Meins. Ich hab mal die Marks dort. Ach so. Was ist denn eine Snoop? Hey, damit wird's gehen. So, aber ich würde jetzt auch mal behaupten, das soll es auch erstmal gewesen sein mit der ersten Session zu Gears 5. Und ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Gears 5 mit Venom und Doomsday. Bis dahin, haut rein! Ciao, ciao.